Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Bauwerk bei Besiege. Ja, mir war jetzt eher langweilig und ich habe jetzt mal vor, einen Panzer mit rotierendem Turm und wenn möglich vielleicht sogar Höhenverstellung, was Kanone angeht, zu bauen und ja, mal schauen, ob ich das überhaupt hinkriege. Es kann jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Also ich habe jetzt zumindest schon mal den Grund hier gemacht. Jetzt muss ich mir erstmal nachdenken, wie hoch ich das gerne bauen würde. Ich würde sagen, so 2 Stufen hoch, ja, wäre ganz gut. Baue ich mal so schnell drumherum hier. Grundgerüst. Mal schauen, ob das klappt. Was ich vorhab, erstmal natürlich die ganz normale Wanne vom Panzer. Sollte ja noch leicht zu machen sein. Auch dann noch mit Panzerung wird es eher leichter sein. Das einzige Dumme, man kann halt nicht unterhalb von den Reifen Panzerung machen, aber immerhin an den Reifen. So, dann fangen wir jetzt schon mal hier an mit der Wannenpanzerung. Das geht eh noch leicht. Könnte ich sogar noch so mit dem Teil machen. Weiß nicht, soll ich es so machen? Schon. Na, wobei, ich glaube, da ist besser, wenn ich so mache oder so. Schau es mir jetzt erstmal so an. Heckpanzerung. So, Entschuldigung. Musste niesen. Mal jetzt auch einfach mal so. Es soll jetzt nicht unbedingt sehr schön aussehen, es soll einfach mal ein schöner gepanzerter Wagen mit einer Kanone sein, muss auch nicht nachladbar sein oder so. Dann hätte ich schon mal die Panzerung, würde ich sagen. So. Jetzt fällt mir ein Problem ein mit dieser Panzerung. Das geht nicht ganz auf mit dem Turm, weil das so drüber ragt. Zumindest noch nicht, wie ich es so in der Vorstellung habe. Das jetzt eher mehr so nicht wirklich einen direkten Plan haben, sondern nur eher ausprobieren. Also wundert euch nicht, wenn ich gerade echt einfach nur Scheiße baue. Ja, dann brauche ich mal. Mache ich es eben damit. Jetzt ist hier eins weg. So, wieder zur Panzerung. Ganz kurz weg. So, da bin ich wieder. Jetzt baue ich gleich weiter auf mit der Panzerung. So, dann haben wir immerhin schon mal das Grundgerüst. Kann man auch noch schnell hier an den Rädern die Panzerung machen. Sieht gut aus. Okay. So, wie mache ich weiter, ist jetzt die Frage. Jetzt würde ich erstmal am besten mit dem
Turm anfangen, vielleicht sogar. Damit der dann schon mal fertig ist. Da macht man dann am besten so einen Rotationsblock eigentlich. Stelle ich mal ganz gut auf den Boden, um zu schauen, ob das funktioniert. Scheint so. So. Dann kann ich es immerhin schon mal drehen. Immerhin etwas. Der wird so hässlich, glaube ich jetzt schon. Und wird eh nichts drauf haben. Ah, verdammt. Dreckshusten. So, jetzt muss ich hier irgendwie den Turm dran bauen. Jetzt die Frage, wie groß er sein soll. Ich würde jetzt mal so vielleicht machen. Bisschen schön soll es schon aussehen. Ein bisschen immerhin. So, jetzt weiter überlegen. Jetzt mal kurz nochmal schauen, ob sich's drehen kann. Scheint zu klappen. Wenn auch da es immer so kurz ein bisschen hängen bleibt. Und der so ein bisschen wackelt dabei. Ich weiß nicht, ob das hilft. Scheint nicht so. Nicht unbedingt. Naja, ist jetzt eh nicht so schlimm, dann wackelt es halt ein bisschen. Und ich glaube, es kann vielleicht auch ein bisschen in dieser Panzerung liegen, kann es sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gar keine Ahnung. Und jetzt mal schauen, ob ich da so eine Art Rohr machen kann. Mit eben der Kanone dann. Besten wäre es ja mit der Kanone, wenn man die zentral baut. Aber ich baue die jetzt mal hierher. Ah ne, es geht nicht, es geht nicht. So geht das sicher nicht. So geht das sicher nicht. Sieht es gut aus? Ja, sieht nicht sehr schön aus, muss ich gleich mal zugeben. Aber was soll's. Dann haben wir halt einen etwas hässlichen Panzer, aber immerhin haben wir einen. So, jetzt wieder ausprobieren. Boah. Es leckt es gerade ein bisschen. Yay. Das muss natürlich auch erstmal umstellen mit den schönen Rädern. Ich sehe nicht das. Das muss.
schaue ich mal wegen dem Fahren erstmal auch. Stimmt noch etwas nicht? Immer noch nicht. Boah, das leckt. Immer ein bisschen am Anfang. Fahren kannst du hin und schießen funktioniert auch schon mal. So. Das Beste wäre es ja jetzt noch, wenn ich irgendwie die Höhe verstellen könnte. Wie könnte ich das hinkriegen? Das könnte ich vielleicht. Also ich glaube, da wäre so eine Steering Hinge ganz praktisch. Nur bereitet die mir jetzt schon Probleme. Muss ich das hier leider weglassen? Wird das ein ziemlich offener Turm sein? Ganz gut schauen. Ob das klappt. Kann halt nicht gescheit nach unten zielen, das ist das Einzige. Ich kann auch nach oben oder noch. Also ziemlich nach oben. Ich kann sogar mich selbst dann wahrscheinlich treffen. Ja. Okay, dann klappt das schon mal halbwegs. Das ist jetzt der hässlichste Panzer, den ich je gesehen habe. Wirklich. Ja, das ist es. Der hässlichste Panzer, den ich je gesehen habe. Na, wobei. Wisst ihr, an welchen Panzer mich das erinnert? An die KV-2. Ich weiß, es sieht zwar natürlich nicht hundertprozentig so aus, aber überlegt mal. Das Teil hat schon Ähnlichkeiten damit. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen höher bauen, dann wird es wirklich 1 zu 1 aussehen wie das Teil. Von der Form zumindest. Und jetzt leckt's vollkommen. Yippie. Kann man es irgendwie etwas. Ah, da kann man. Das kann man ja viel schneller machen, wusste ich gar nicht. Das kann ich dann zum Beispiel. Nein. Das ist aber neu, oder? Kann ich das dann irgendwie auch wirklich anwählen? So. Das hier muss ich zum Beispiel umkehren. Und vielleicht etwas langsamer machen, weil wirklich sonst zielt man schon komplett falsch sofort. Wartet mal, ich habe gerade eine kleine Idee.
was ich hier machen könnte noch, damit es etwas besser dann aussieht. Ist jetzt einfach nur mal eine kleine Idee. Der Pfeil geht runter, oder? Ja, der geht runter. Okay, dann brauche ich noch ein paar Steering Hinges. Und zwar genau umgedreht. Vielleicht von der Geschwindigkeit genau gleich. Und jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Der Panzer wird zwar trotzdem immer noch nutzlos sein, aber es sieht einfach schöner aus. Wobei ich glaube, er wird nie schön aussehen, aber... Naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, kann ich gleich den ersten Test machen, ob das funktioniert. Es laggt. Wieso laggt es so? Nein, es funktioniert irgendwie nicht. Nur mal ganz kurz das hier weg. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Down up, down up, down up. Sind die mit irgendwas verbunden? Jetzt sehe ich's. Jetzt habe ich das Problem erkannt. Abgesehen von diesen nervigen Lags. Mal ganz kurz alles hier aus. Soll, muss ja nicht unbedingt wunderschön aussehen. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so ist. Eigentlich sollte es mein PC schon aushalten, aber... Naja. Bleibt bei 3 FPS. Hat nichts gebracht. Wird es noch niedriger? Nein. Es ist und bleibt 3 FPS. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob es funktioniert. Auch wenn es jetzt extrem leckt. Versuch es einfach mal anzuschauen. Oh Gott. Es laggt zu stark. Oh. Ich muss erstmal wieder rankommen. Das schaffe ich nicht bei so starken Lags. Ich habe sogar noch eine Idee, was ich schnell noch dazufügen könnte. Ja. Sieht jetzt wunderschön aus, ich weiß.
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. So. Die Panzerung. Und jetzt ganz kurz testen. Also die Panzerung ist wirklich einfach nur optional. Die habe ich jetzt einfach nur mal unten dran kauen. Ist die Kanone rausgeflogen? Die Kanonenkugel rausgeflogen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, da kommt sie raus. So, jetzt ziehe ich mal etwas nach oben mit meinem Geschütz. Ja, okay. An sich funktioniert meine Maschine des Leggens. Nur, ja, leckt sie. Das funktioniert sowieso gar nicht. Aber das funktioniert. Naja. Es war jetzt immerhin ein kleiner netter Versuch, einfach so mal so eine Art Panzer zu bauen, die einfach nur hässlich aussieht wie die Nacht. Und wirklich mich ein bisschen zu sehr an die KV2 erinnert, zumindest was den Turm angeht. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Bis denn.